In einer Zeit wie dieser ist der Beruf meines heutigen Gastes ganz besonders spannend. Auch er ist freischaffender Überlebenskünstler, wie es so schön heißt. Ich spreche mit dem Leipziger Maler Gerd Neumann. Er hat bereits weit über 200 Prominente porträtiert. Seine Bilder hingen schon in vielen Galerien im Ausland. Und überhaupt ist sein Weg sehr spannend. Damals hautnah mit dabei gewesen bei der Friedlichen Revolution in Leipzig, als Mitbegründer des Leipziger Kunstvereins und, und. Welche Prominenten haben ihn besonders beeindruckt? Woher nimmt man gerade als Kreativer in unsicheren Zeiten seine Ideen? Und wie sieht eigentlich das Bild aus, was er jetzt gerade von der Zukunft malen würde? Das verrät er uns jetzt. Du hast schon ganz viele Prominente gemalt. Ich glaube, über 200. Die Bilder werden alle gar nicht in dein Atelier passen. Und auf Insta kann man das auch alles gerade verfolgen. Wen hast du denn noch nicht gemalt? Und würdest du vielleicht gerne? Das ist jetzt eine gute Frage. Wen habe ich noch nicht gemalt? Also eigentlich die wichtigsten Leute in meinem Leben habe ich schon gemalt. Es gibt da verschiedene, ich bin ja so ein Musikfreak. Ich habe da eine riesengroße CD-Sammlung, was du ja auch weißt. Und da gibt es sicherlich noch den einen und anderen Musiker. Das müsste ich wirklich mal überlegen. Ich kann ja mal aufzählen. Also ich habe schon gesehen, Konstantin Wecker, Roger Chapman, Angelo Kelly, Nina Hagen, Arne Müller-Stahl und, Manne Krug. Ja. Die ganzen Pink Floyd-Leute von Deep Purple, Stephen Wilson, also wirklich die wichtigsten Leute habe ich so eigentlich schon gemalt. Manche habe ich sogar mehrmals gemalt. Was fasziniert dich denn an so einem Musiker konkret als Gesicht oder als Porträt? Naja, erstmal, weil ich ja ganz intensiv mit der Musik verbunden bin, die mir ja in die Seele geht. Ne? Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt jemanden malen wollen, den ich nicht so mag, obwohl ich die Musik nicht so mag. Ne? Es gibt natürlich verschiedene Menschen, die habe ich auch kennengelernt, wo ich die später sehr geschätzt habe. Ein Beispiel, ich habe früher nicht die Kellys gehört. Und ich habe aber den Angelo kennengelernt, ihn als Menschen, finde ich ihn wirklich fantastisch. Er ist ein wahnsinns guter Musiker, ja. Ein wahnsinns toller Schlagzeuger, das unterschätzen viele. Der hat ja bei einem der weltbesten Jazz-Schlagzeuger gelernt, bei Billy Cobham, der ihn auch total schätzt. Ja, und dann habe ich mir mal natürlich auch war ich bei einigen Kelly-Konzerten und da war ich überrascht, was die doch drauf haben, obwohl das nie früher meine Musik war. Aber eine gut gemachte Musik ist eben eine gut gemachte. Und dann gibt es aber auch noch Musik, eben, wie gesagt, von Pink Floyd, Roger Waters oder die mir richtig in der Seele brennen oder Stephen Wilson. Das aufzuzählen ist eigentlich Wahnsinn, weil ich ja von Blues bis Jazz eigentlich alles mag. Cool. Ja. Und mit einigen bist du ja auch befreundet, Gregor Meile, eben auch mit dem Angelo. Sag mal, das heißt also, ein Maler würde oder ein Maler wie du würde nicht unbedingt jemanden malen, den er wirklich nicht mag? Es gibt da ja Menschen, die ich nicht malen würde. ja, einen Herrn Trump zum Beispiel. Es gibt einen Leipziger Maler, der hat den freiwillig gemalt. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Kann ich nicht nachvollziehen. Da komme ich jetzt gleich zu der ganz intimen Frage, die hatte ich mir für später überlegt, wenn du mir schon alles anvertraust. Macht ein Maler für Geld alles, ein Künstler? Was würdest du sagen? Nee, also ich kann ja nur von mir ausgehen. Ne? Also ich habe ja meine Grenzen. Ich hatte schon mal eine Anfrage, ich sollte mal jemanden malen. Das habe ich abgelehnt. Das hatte auch was mit dem Dritten Reich zu tun. Der meinte, für Geld kann er mich. Und da habe ich gesagt, sowas kommt überhaupt nicht in Frage. Nee, es gibt da wirklich Grenzen, wo man da auch vorsichtig sein muss. Das Thema DDR zum Beispiel. Ich gehörte nie, vom Alter her schon nicht, zu den privilegierten DDR-Malern, die im Verband waren und diese Staatsaufträge gekriegt haben. Ich weiß nicht, wenn jetzt LPG große Baute zu mir gekommen wäre, hätte gesagt, malen Sie mal Fritz den Traktorist für 50.000 Mark, Ostmark, ob ich das vielleicht nicht gemacht hätte. Ja. Auf meine Art und Weise natürlich. Ne? Oder ich war ja auch bei der Armee gewesen, 1,5 Jahre. Und da musste ich auch, die Kaserne hieß Alfred Frank und der hatte seinen 100. Todestag. Da habe ich natürlich auch den Alfred Frank gemalt, aber wieder auf meine Art und Weise. Also ich habe da schon immer das so gestaltet, dass ich irgendwo auch fein raus war und damit auch leben konnte. Ne? Da habe ich viele Geschichten mit reingemalt in das Bild. Also nicht nur ein Porträt, sondern das Rumherum, wo ich auch die DDR, ein bisschen die Armee angegriffen habe. Das haben die aber gar nicht gemerkt, nur meine Mit
Soldaten, die haben sie immer geschmunzelt über meine Bilder, die ich dann gemalt hatte. Wenn die vom Ausgang kamen, sagen, oh Gerd, wenn wir dein Bild wieder sehen, ja, das ist wieder herrlich. Du hast da künstlerisch was versteckt, ja, so. Ich hatte das Glück gehabt, mit ganz vielen Musikern zusammen zu sein, hier in Leipzig. Ich war in Leipzig bei der Armee im Alfred-Frank-Kaserne. Und da war so ein Beispiel, da sollte ich den Alfred Frank malen und ich habe den gemalt mit einer Friedenstaube in der Hand. Und das haben wir am Wochenende draußen ans Tor dran gemacht. Und da war ja ein Kommunist, es war ein Maler, der Alfred Frank, und ein Kommunist, und die Kaserne hieß so. Und dann kam früh der Politnik und sagte, wollen Sie mich in den Knast bringen? Da machte ein Theater, ich wusste gar nicht, was der meinte. Das war nicht mal so die Absicht, ne? Ja. Weil ich diesen Maler eine Taube, die Picasso-Taube, in die Hand gemalt habe. Und das war in den 80er Jahren ein Friedenssymbol der westlichen Kultur. Ah, okay. Also, so, und da haben die dann müsst ihr mal eine Waffe in der Hand malen, ne? Eine Waffe in die Hand malen, also Kalaschnikow oder sowas, ne? Also, das musste sofort entfernt werden, das Ding. Und ich sollte das übermalen. Und ich wollte nicht viel verändern. Da habe ich denen einfach so einen Lappen und ein paar Pinsel, war ja Maler, in die Hand gemalt. Da waren die begeistert. Aber von Weitem sah das so aus, als wenn der Strickzeug in der Hand hatte. Und alle haben gelacht. Das heißt, den Kämpfer, Kommunisten Alfred Frank mit Strick- und Häkelzeug gemalt. Ne? Also solche Gags haben wir da. Aber das war eben in Ordnung. Ne? Ich habe gesagt, das ist ein Pinsel. Ja, man könnte das anders interpretieren. So war das. Also da hast du ja auch in deinem künstlerischen Leben viel erlebt, auch in den verschiedenen Systemen. Logischerweise durch Leipzig auch die friedliche Revolution mit live alles mit erlebt. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber verrat mir nochmal von all denen, die du jetzt porträtiert hast, von den bekannten Leuten, wer hat dich da besonders berührt? Du hast ja sicher auch einige dann persönlich kennengelernt und mal ein bisschen gesprochen mit denen. Ein Erlebnis, das werde ich wohl nie vergessen. Und wenn du jetzt meine Haare sehen würdest, die wieder hier stehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das war Armin Müller-Stahl. Also das war so ein Erlebnis. Ich habe den gemalt und die Agentur angerufen, ob es eine Möglichkeit besteht, dass man ihn mal sehen oder treffen kann. Und da wollten die das Bild sehen, das habe ich geschickt. Und dann haben die wirklich ein Treffen mit mir ausgemacht, hier im Gewandhaus zu Leipzig. Und nach dem Konzert hat man mich dann in den VIP-Raum geführt. Und dann stand dieser Mensch auf, diese leuchtenden blauen Augen, und ist mir entgegengekommen und hat mich begrüßt wie den größten Künstler aller Zeiten, diese Hollywood-Legende. Ne? Der hat wirklich und hat sich so klein gemacht und mich so hochgehoben. Und dann haben wir über das Bild geredet, sagte, komm, zeigen Sie mal, ich bin nun ganz neugierig, ich kenn's nur vom Foto. Und also das war so ein, was ganz Besonderes. Und dann hatte ich gefragt, ein nahbarer Mensch, ja. Obwohl er selber auch so ein großer Künstler ist, so verschiedene Natürlich. Talente hat, ne? Hollywood-Schauspieler, Maler, Musiker, ne? Also da ist ja ein Universaltalent, ne? Und menschlich geblieben dabei, ne? Also das war ein ganz tolles Gespräch geführt und dann war so eine tolle Geschichte, fragt er mich, soll ich hinten oder vorn unterschreiben? Und da habe ich gesagt, nach vorne, und da meinte er, ich bin aber auch Maler. Dann denken ja die Leute, ich habe es gemalt. Und sage, ja, und hat er kurz überlegt und hat aber einen Fehler gemacht. Er hat geschrieben, recht herzlichen Dank für das schöne Selbstporträt. Ein Selbstporträt hat er ja selber gemalt. Ne? Ja gut, das war so. Und dann habe ich ihn gebeten, ob wir vielleicht ein Foto machen könnten. Und da sagt er, nach so einem Konzert, ich bin ein alter Mann, das habe ich gar nicht so gern. Und da habe ich so ganz, ganz traurig geguckt, wie jetzt. Nein, ich muss so ganz traurig geguckt haben. Und da hat er gesagt, na komm, schnell. Und da haben wir ein Foto geschossen. Das ist natürlich dann noch eine andere Erinnerung, wenn man dann ein gemeinsames Foto auch noch hat. Ne? Also es war wirklich gänsehautmäßig. Das ist eine tolle Geschichte. Lieber Gerd, du hast dann aber tatsächlich, ich glaube so um 2000 rum war das, auch mal den Versuch gestartet, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Und zwar in einer riesen Arena hier in Leipzig mit allem drum und dran. Erzähl mal, wie ist denn das ausgegangen? Das stimmt. Leipzig hat sich ja um die Olympiade beworben. Und ich fand damals die Idee gut. Und wir waren dann in Endkampf mit Hamburg. Und Leipzig hat ja dann wirklich am Ende das Rennen gemacht von Deutschland. Wir haben bloß gegen London dann verloren. Und da haben wir extra einen Verein gegründet. Und da haben wir uns überlegt, was wir machen könnten. Ich wollte schon immer mal diesen Rekord aufstellen, habe aber auch nie die Location gefunden. Was hattest du da vor? Da wolltest du keine Bilder malen, sondern du wolltest dann, glaube ich, Körperbemalung oder so. Ich wollte das größte Bodypainting der Welt. Okay. Und dann habe ich unserem Verein vorgeschlagen, Mensch, ich hatte schon immer die Idee, das größte Bodypainting der Welt zu malen. Und da waren die begeistert. Und da haben wir das in Angriff genommen und haben die Stadt gefragt, als Olympia-Unterstützung das Logo auf mehrere Körper zu malen. Und da war die Stadt begeistert und hat uns auch die Arena zur Verfügung gestellt.
Und wir haben damals auch den Rekord geschafft. Da wurde bloß ein paar Monate später von der Schweizer wieder geknackt. So ist er nicht ins Guinness-Buch gekommen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube, es waren 136 Leute, war das der Weltrekord gewesen. Wahnsinn. Aber mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Wie oft verliebt man sich denn da als Maler, wenn man mal so ein hübsches Modell vor sich hat und dann am Ende sogar noch Bodypainting oder einen schönen eigentlich, Akt macht? Eigentlich gar nicht. Du siehst wirklich jetzt kannst Kunst. Du denken, wie du willst. Ich habe schon hunderte Bodypaintings in meinem Leben gemacht. In dem Augenblick siehst du das nicht als Körper. Du hast zu tun, da auf diesem Körper was zu gestalten. Also du siehst den Busen nicht als erotisches, sondern als Leinwand. Also das ist wirklich so. Also man sagt, oh, das ist aber eine hübsche Frau oder so. Das sieht man schon. Na klar, sieht man das auch als Mann, dass man sagt, ich gucke auch mal einen schönen Mann an, sag, das ist ein interessanter Mann. Ne? Aber dass ich mich jetzt in jemanden verliebt habe, nur weil ich den nackt gesehen habe oder den bemalt habe, nee. Lassen sich Maler selber gern malen? Würdest du dich gerne malen lassen? Ja. Ja? Also ich bin schon mal in meiner Jugend gemalt worden und dann, ja. Das ist schon mal interessant, wie andere einsehen natürlich. Ne? Das ist ja, so ein Bild wächst ja auch. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Porträt von Roger Waters male, dann höre ich dazu Musik oder gucke mir eine DVD an. Und das verändert sich auch ständig, ne? So wie die Gefühlslage ist. Und viele Freunde sagen auch bei mir, man sieht so meine Gefühlswelt anhand meiner Farben, die ich nehme. Mal male ich in warmen Ockertönen, dann wieder sehr expressionistisch, so mit grellen Tönen. Man kann auch manchmal denken, wenn man bei mir ist, es haben drei Maler hier ausgestellt, aber das bin alles ich. Und wahrscheinlich habe ich auch verschiedene Seelen oder verschiedene Charaktere in mir. Keine Ahnung. Ich bin aber kein Zwilling. Also ich bin schon, bin Waage. Du bist Waage. Sehr gutes, sehr sympathisches Sternzeichen, sagte die Frau, die selber im Oktober Geburtstag hat. Du machst schön. Ja wirklich sehr, sehr spannende, unterschiedliche Sachen. Ich habe mir das mal angeguckt. Also Deckengemälde im Nikolaikirchhof in Leipzig, in der schönen Innenstadt. Ich habe restauriert. Hast du Wandbilder mit dem Kapellmeister Kurt Masur noch. Du sag mal, Gerd, Künstler, überhaupt Selbstständige, bewundere ich ohnehin für ihre Kraft, auch in schwierigen Zeiten, da immer an ihre Arbeit zu glauben, ihre Ideen in jeder Lebenslage irgendwo zu schöpfen. Nun haben wir ja gerade wieder eine ganz, ganz besonders schräge Zeit. Eigentlich wollte ich dich fragen, wo nimmst du immer so deine Ideen her, aber wo nimmst du sie denn gerade in so einer verrückten Zeit wie jetzt her? Dein Optimismus vor allem. Ich denke, dass ich schon immer so ein Optimist war. Ich sehe immer das Pflänzchen noch, was kommt. Ich habe ja auch zwei Geschichten, Corona-Bilder gemacht, plastische Bilder, wo ich das auch zum Ausdruck gebracht habe, in dem einen, dass da doch immer noch ein Hoffnungsschimmer ist. Es wird weitergehen, vielleicht auch anders weitergehen. Vielleicht brauchen wir Menschen auch immer mal wieder so einen kleinen Dämpfer. Weil wir doch in so einer Wohlstand, trotz alledem haben wir immer in einer Wohlstandsgesellschaft gelebt und leben auch noch. Ja. Es geht anderen Ländern viel schlimmer und daran sollte man auch mal denken, dass es wie wir doch noch unterstützt werden. Klar, es wird jetzt viele Pleitewellen geben, es geht sehr vielen Künstlern, ich rede gar nicht mal von mir, sehr, sehr schlecht. Musiker, die nicht mal auftreten können. Und ich kann ja wenigstens noch malen. Obwohl, ich habe gerade zwei Ausstellungen in Leipzig, die sich keiner angucken kann, die ja auch viel Arbeit gemacht haben, das Hängen, das Malen. Und jetzt werde ich die Einbilder abholen in einer Bibliothek in Leipzig. Und wie gesagt, ja, keiner hat sie gesehen. Das ist eigentlich traurig. Und trotzdem sage ich mir, es wird weitergehen. Es hat immer verschiedene Zeiten in meinem Leben gegeben, wo es mal hoch und runter ging. Und ich war aber nie ganz unten. Irgendwie habe ich immer so einen kleinen Schutzengel. Und ich glaube auch an sowas, dass mich da irgendwas beschützt. Ich bin auch stolz, sehr gute Freunde zu haben. Und das ist im Leben auch ganz, ganz wichtig. Gerade in den Zeiten, die einen auch unterstützen und auch Mut machen. Und du gehörst ja auch dazu mit deinem Programm. Ich bin ja fleißiger Seher deiner Sendung und auch der Sachen. Und das gibt mir jedes Mal auch Mut und Kraft. Das Leben ist des Menschen beste Zeit. Das darf man nicht vergessen. Also, und es ist wirklich so, wir haben nur das eine Leben. Und nun haben wir ja diesen Mood-Talk hier. Vor ein paar Wochen hatte ich auch Dirk Zöllner hier. Der hat dann wirklich gesagt, gerade die Künstler haben in dieser Zeit jetzt momentan doch eine besondere Aufgabe, dass sie in Zukunft auch wieder positive Geschichten erzählen, die Menschen helfen zu verbinden. Wie siehst denn du das? Was haben Künstler vielleicht gerade jetzt, wo sie es selber so schwer haben, was haben die jetzt gerade für eine Aufgabe? Na, Künstler... die sind ja sowieso sensibler für viele Dinge. Die sehen dazwischen und die haben natürlich auch eine Aufgabe, auch mal mit dem Finger auch mal in eine Wunde zu gehen. Nicht nur zu sagen, Leute, hier, es geht irgendwann, wird alles besser, sondern auch mal Dinge aufzudecken. Ein Schriftsteller oder ein Musiker kann das mit seinen Worten vielleicht klarer ausdrücken. Ein Maler hat es da schon ein bisschen schwieriger in manchen Dingen.
Aber gerade in der jetzigen Zeit, ich sehe ja auch so, dass das Land so gespalten ist. Beispiel, das beste Beispiel war Amerika. Der Trump hat das ja ganz knallhart gespaltet, das Land, was sicherlich vorher auch schon gespalten war, aber zum Ausdruck gebracht. Und hier entwickelt sich auch sowas. Es gibt eben so Parteien oder eine Partei, die versucht eben auch das Land ein bisschen zu spalten und immer wieder in diese offene Wunde zu gehen. Das belastet mich schon. Und ich sehe auch, dass im Umfeld oder im Freundeskreis so andere Diskussionen viel schärfer. Früher hat man über Politik auch geredet. Die einen haben CDU gewählt, die anderen die Grünen und die Linken und was weiß ich. Aber jetzt ist der Konflikt schon ein bisschen verschärfter, der Ton. Also da, ich sehe schon so eine kleine Spaltung im Land. Ich habe immer so das Gefühl, wir leben so in einer Zeit wie in den 20er Jahren. Die Leute, es kommt so vieles Neues auf einen, stürmt auf einen ein und die Leute können damit nicht so richtig umgehen. Das beschäftigt mich schon sehr. Den einen Punkt, Gerd, den finde ich jetzt gerade so spannend, dass du das auch mit den privaten Freundeskreisen ansprichst. Ich habe das jetzt auch gerade als Unterhaltung gehabt. Wenn man dann merkt, die Leute sind gerade unterschiedlicher Auffassung. Wie gehst denn du damit um? Meidest du dann diese Themen im privaten Kreis, um dann nicht noch Freunde und Mitstreiter zu verlieren? Oder gehst du da nach vorn? Ja, ich bin eigentlich immer ein Mensch, der so, der staut sich bei mir an. Ich merke schon, dass so mit einigen so ein kleiner Riss entstanden ist, auch in der Freundschaft. Und dann, die Menschen sind ja trotzdem wichtig und wertvoll. Und dann vermeidet man auch ein bisschen, bin ich ehrlich, dann dieses Gespräch. Oder ich merke, dass die anderen das auch vermeiden, mit mir ja über das Thema zu reden. Man redet über viele schöne andere Dinge, ne? Aber man vermeidet so gezielt dieses Thema, weil ich dann auch nicht ruhig sein kann. Hm. Ich bin dann ein Mensch, der sehr impulsiv ist und dann auch seine Meinung einfach ausspricht, ne? Und ich habe auch schon, ja, Bekannte, sagen wir Freunde waren es nicht, aber Bekannte verloren, wo man dann sagt, okay, das ist eben dann so. Wenn die Meinungen so krass auseinandergehen, dann, ja, man kann nicht immer nur zurückstecken. Sag mal, das ist unser Mood-Talk hier. Wenn ich dich jetzt fragen würde, verrat uns doch mal so einen Moment, eine Situation in deinem Leben, wo du mal besonders viel Mut gebraucht hast. Wir leben ja in einer Demokratie, obwohl das viele ja abstreiten. Aber ich denke schon, ich wüsste nicht ein Land, wo mehr Demokratie ist. Jede Demokratie ist verbesserungswürdig. Und ich bin um Gottes Willen nicht mit vielen Dingen einverstanden in dem Land. Aber es gab eine Zeit, da brauchte man schon ein bisschen Mut. Das war die DDR-Zeit. Das Wort Opposition, ja, finde ich auch immer wieder so. Also ich war einer, der mit vielen nicht einverstanden war. Ich wollte aber auch nie das Land verlassen. Ich habe zwei Brüder gehabt, die Ausreise beantragt haben, sind dann auch vor der Wende noch in die BRD. Aber das kam für mich nicht in Frage. Ich wollte das Land verändern. Und ich hatte das Glück, in ein Haus zu ziehen, wo so ein bisschen die Opposition zu Hause war, um den Pfarrer Führer. Und ja, und dann war klar, dass es ja einen Wahlbetrug gibt. Und bei dieser letzten DDR-Wahl haben wir dann alle ausgemacht, wir müssen was tun. Wir müssen alle Wahllokale besetzen, bis zur Auszählung bleiben und das dokumentieren, sodass wir den Wahlbetrug nachweisen können. Und so bin ich mit meinen Nachbarn, sind wir die letzten Wähler gewesen, sind wir in das Wahllokal. Es war kurz vor sechs, was schon eine ungewöhnliche Zeit ist, ne? Und dann sind wir geblieben. Das war ja eine Katastrophe gewesen. Die fragten uns, was wir hier wollen und haben gesagt, ja, wir bleiben zur Auszählung. Und dann kam plötzlich die Stasi. Das hat man klar, also man hat es sofort erkannt, so die mit ihren Lederjacken, die Typen, und versuchten uns dann vom Tisch wegzuschuppen. Und dann sind wir raus und dann stand draußen so ein Lader mit zwei Typen drin, laufender Motor. Und da war uns klar, jetzt werden wir gleich verhaftet. Aber nee, wir hatten irgendwie Glück, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall haben wir es bis nach Hause geschafft. Und dann haben wir abends ja, diese Wahl Ergebnisse, wie Krenz dann sagte, hier wieder in Leipzig 97%, und da kam der Pfarrer Führer, hat von überall schon die Ergebnisse gehabt in den einzelnen Wahllokalen, dass das nie stimmen konnte. Und so konnten wir auch das zur Anzeige bringen, dass es ein Wahlbetrug war, ne, weil wir das ja dokumentiert haben. Wir haben zwar nicht alle Wahllokale belegen können, manche haben es auch wirklich vorher schon verhaftet auf dem Weg dahin. Und da gehörte damals doch schon ein bisschen Mut dazu, solche Aktion zu starten. Wir hatten dann auch, also mit meiner damaligen Lebensgefährtin, wir hatten ein Kind und hatten auch einen Anwalt. Falls wir verhaftet werden, haben das so hinterlegt, dass meine Schwester unseren Sohn bekommt, falls wir ins Gefängnis kommen. Damit musste man ja damals ständig rechnen, wenn man dann ja zu den Montagsgebeten gegangen ist, also die erste Zeit zu den Demos und also mit einem Bein habe ich schon immer gedacht, naja, irgendwann werden sie dich schon mal verhaften, aber ich hatte eben Glück, oder warum, ich stand eben nicht so auf dieser Liste. Und da hattest du wieder den Schutzengel, ne? Da hatte ich den Schutzengel, also ja.
Wahnsinn. Und du hast aber dann später auch bei ganz anderen Geschichten mitgemacht. Das fand ich auch spannend. Also Aktionen gegen rechte Gewalt beim Rockpalast. Ne? Da habt ihr auch eine spannende Aktion gemacht mit Udo Lindenberg, Nina Hagen, die da auch aufgetreten sind. Das war ja auch eine ganz verrückte Geschichte. Ich hatte davon gehört, dass Rockpalast in Leipzig stattfindet und gegen rechte Gewalt. Und das Thema hat mich ja schon immer interessiert. Und so haben wir dann hinter der Bühne im Backstage-Bereich jeder ein Bild gemalt, haben das dann nach vorne geholt und es war ganz spannend, weil in dem Saal waren zigtausend Leute und das wurde ja live übertragen im WDR und ich habe ein Bild gemalt, das hing auch zur großen sächsischen Kunstausstellung und habe das, als diese Legida hier in Leipzig aufmarschierte, nochmal sehr aktualisiert. Es ging darum, dass ich dort eine Szene gemalt habe, wo Menschen mit rosaroten Brillen durchs Leben laufen und sehen aber nicht die rechte Gewalt, die da schon im Anmarsch ist. Okay. Jetzt hast du so viele spannende Geschichten gemacht und auch so viel erlebt. Wenn du das in so einen Fragebogen ausfüllen müsstest, was ist denn Erfolg für dich, Gerd? Ja, mir fällt dann immer Bob Dylan ein. Der hat mal gesagt, was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen Aufstehen und Frühstück das machen kann, was ihm Spaß macht. Toll. Das ist eigentlich Erfolg. Also, dass man keinen Urlaub von seinem Leben braucht, ne? Sowas in der Art. Ja. Du bist ja dann in deinem Beruf als Maler per se jemand, der Menschen gut beobachten kann und da, glaube ich, auch ein gutes Händchen hat für Leute. Was sind denn so deine Helden im Leben oder Eigenschaften, die du an Menschen ganz besonders schätzt? Helden in dem Sinn wie Jeanne d'Arc oder so habe ich nicht. Also es gibt Menschen, die ich schätze aufgrund ihrer Weisheiten, Konstantin Wecker. Ich kann mich mit seinen Texten, da stehe ich total dahinter, also was er von sich gibt. Ich bewundere Menschen, die das so in Worte fassen können. Das kann ich leider nicht. Das ist Talent, habe ich ist mir nicht gegeben. Und dann aber auch Menschen, die sich aufopfern, die in Hospizen arbeiten, die sich so, auch die Kleinhelden, die man gar nicht so sieht, die man leider auch in der heutigen Zeit übersieht. Man redet immer von großen Stars und was die gespenden und so, aber da gibt es so viele kleine Helden, die so schwere Arbeiten machen, die so wichtig sind. Oder die Fahrer, die DHL, die hier rumkreisen und oder die in anderen Firmen arbeiten, die Pakete, die wir ja jetzt bei Firmen bestellen, die riesen Geld verdienen, aber hier im Lande keine Steuern zahlen. Ne? Und schicken die kleinen Fahrer, die unter Tarif hier rumrennen und die Pakete hier hochschleppen müssen. Also so viele kleine Helden im Leben gibt's. Sag mal, Gerd, wenn du jetzt zwei Bilder malen müsstest, das eine Bild nochmal ein Thema, wie du gerade unsere Gegenwart siehst und das andere Bild, wie du dir selber die Zukunft wünschst für uns alle in nächster Zeit und vielleicht auch für deine Kinder und Enkel dann. Was wären denn das für Motive? Das ist schwierig. Das Bild vom Jetzt und das Bild vom Morgen? Ja, im Moment ist natürlich, wäre das jetzt alles ein bisschen dunkler. Aber immer noch mit dem Funken der Hoffnung. Und ich hoffe, dass wir auch aus dieser Krise, es hat schon immer Krisen gegeben. Und wir hatten ja Glück, unserer Generation, oder meine, wir haben keinen Krieg mitmachen müssen. Wir haben immer ganz toll gelebt eigentlich. Ich habe nie gehungert. Also ich kenne niemanden, der wirklich gehungert hat. Wir haben eine Gesundheitsversorgung. Also aus dieser Krise lernen, denken, dass wir vielleicht die Welt ein bisschen besser machen, dass wir uns nicht so abspalten. Wir müssen einfach mal Solidarität lernen und gemeinsam ein Stück zurücktreten und auch die anderen teilhaben lassen an unserem Wohlstand. Wenn jeder ein bisschen was abgibt, dann wird es eine bessere Welt, hoffe ich. Es muss einfach so sein, sonst haben wir hier auf dieser Erde verspielt. Wir hatten die Chance gehabt, hier was ganz Großes aufzubauen und wenn wir das aber nicht schaffen, umzusetzen, dann wird einfach mal, die Erde wird es weitergeben, aber vielleicht dann uns nicht mehr. Und dann haben wir einfach die Chance nicht genutzt, die wir hatten. Eine wunderbare Chance, ne? Und sag mal, ich frage das gerne meine Gäste, was ist denn deine persönliche Superkraft? Meine freundliche Art, mit Menschen umzugehen und auf Menschen zuzugehen und das denke ich schon, ja. Und es war auch wieder ein ganz tolles Gespräch mit dir, auch wieder ganz viel Neues gelernt, lieber Gerd. Ich kann euch nur empfehlen, guckt unbedingt mal auf den Insta-Account von ihm. Da heißt du Mr. Paint Art. Da kann man ganz viele tolle aktuelle Bilder auch von dir verfolgen. Ja, und dann hoffe ich auch, dass es bald wieder Live-Events gibt, wo man dich auch mit deinen Bildern in der ein oder anderen Galerie auch erleben kann. Ja, und in diesem Sinne verabschieden wir uns alle beide.
Von hier. Ich danke dir, liebe Peggy. Genau, und wie hat Gerd gerade so schön gesagt, das Leben ist des Menschen schönste Zeit, macht was draus. Danke, Gerd. Tschüss. Und ich nehme auch dieses Zitat von Bob Dylan nochmal mit, was Gerd gerade gesagt hat. Was ist schon Geld? Erfolg ist, wenn man zwischen Aufstehen und zu Bett gehen das machen kann, was man liebt. Ich möchte euch auch noch unbedingt ein Zitat vorlesen, was mir hier an die Webseite geschickt wurde, an LivePunk zum Thema Mut von Katja aus Eisenach. Vielen Dank, Katja. Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die sagt, morgen versuche ich es noch einmal. In diesem Sinne, was auch immer ihr vorhabt, versucht es noch einmal und seid ganz erfolgreich damit. Hinterlasst uns ein Abo, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt über den nächsten spannenden Gast und schreibt uns, welches Kunstwerk, welches Buch, welches Bild, welche Musik gibt euch gerade Kraft. Bis nächste Woche. Tschüss!